Freunde, schönen guten Tag, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir kochen heute. Wir haben heute mal eine wilde Küche und wir haben sogar einen Kameramann, Alter. Erklär schon mal, was wir machen, Bro. Ja, also, wie gesagt, wir möchten ein bisschen kochen, ein paar Speisen, wie sagt man auf Deutsch, Burger. Ja. Ein paar Burger möchtet ihr machen. Sie sehen hier ein paar Zutaten, die wir mitgebracht haben. Normale Burger, man kennt es. Es ist nichts Besonderes mit ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken. Wir haben so ein Basic-Rezept genommen für eine Soße. Soll ich richtig fragen? Warum? Ich war in der Erklärung. Erzähl weiter, sorry. Also, das ist alles für die Burger. Wir machen auch eine Soße für dazu. Burger-Soße. American Burger Sauce. American Soße. Und in meiner Heimat dürfen wir das nicht so sagen. Deswegen bin ich ein bisschen erschrocken. Also, so American ist ein bisschen immer. Wir machen auch eine Soße zum Beispiel. Brauchen wir die Eier dafür und diesen Essig. Und wir machen auch ein paar Potato Fritschers. Ja, Freunde, wir machen wie sagt man das? Potato Wedges machen Wedges, wir. Ja. Wir machen Potato Wedges. Ich weiß nicht ganz warum, aber wir haben hier zwei Öfen. Vielleicht kann es irgendwer im Chat sagen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur für Flex ist. Ja, das ist eine. Das ist eine für zum Braten und den Teller warm machen. Wow! Kennen Sie das nicht, diese Technologie? Bei mir in Heimat haben wir schon sehr lange. Jeder Ofen fährt ein. Was ist das? Ja, das müssen Sie immer hier. Die haben die Klappe, sie haben keinen Platz zum Arbeiten. Doch nicht, sie ist eiskalt durch die ganze Zeit. Ich verstehe nicht so gut, was er spricht. Manchmal ist ein bisschen zu schnell. Bro, wir haben zu wenig Hackfleisch. Das soll für 6 Burger reichen. Das reicht doch niemals für 6. Ja, willst du kurz Hackfleisch holen, Kevin? Dann mache ich hier kurz weiter. Ich habe eine Idee, was wir für Sascha machen könnten. Wir könnten aus so einer großen Zwiebel so das Mittelding nehmen und das hätte es ein bisschen halt lecker anbrannt, das so ein bisschen karamellisiert. Willst du ein fettes Zwiebel? Bisschen Tomate. Nein, nicht fett, aber so, dass ein bisschen Zwiebel hat. Bisschen Zwiebel, bisschen Tomate, bisschen Käse. Warum schreist du? Dass du es auch mal hörst in deinem Kopf. Was machen wir als erstes? Also ich würde sagen, was man machen muss, ist Zutaten schneiden. Also wir müssen schneiden Kartoffeln, wir müssen schneiden Salat, Zwiebel, Tomate, Garlic. Okay, ich glaube, ich würde mich um die Kartoffeln kümmern. Dann macht jetzt Kevin die Kartoffeln für die Fretches. Mhm. Wie sagt man in der... Nee. Wedges. Witschels. Und ich mache bereit die Zwiebel in Scheiben. Hey Jungs, wir haben uns übrigens vorher die Hände gewaschen, nur dass ihr wisst. Aber wir waschen uns jetzt nochmal kurz die Hände, vorsichtshalber. Also alle, die anscheinend nicht gewaschen haben, waschen jetzt, die ein schlechtes Gewissen haben. Oh, du hast nicht mal Seife benutzt. Es macht keinen Sinn, sich die Hände zu waschen ohne Seife. Bro, shut up. Guck mal, okay, hier sind Bakterien dran, jetzt, ja? Hier sind Bakterien dran. Jetzt hast du die auch in der Hand, jetzt musst du auch die Hände. Ja, ich wasche gleich nochmal. Nachdem man Kevin anfasst, muss man waschen. Okay, Leute, jetzt sagt mal ehrlich, ob ich dumm bin oder nicht. Der Zweck der Seife ist, diese Schicht von Bakterien aufzulösen und runterzuwaschen. Kannst du sie in deine Hand zeigen? Nur, warum hältst du meine Hand fest, Junge? Nur Wasser macht nichts. Die sind nicht wasserlöslich. Lass meine Hand los. Was ist denn hast hier? Hast du gehört? Nein, geht so. Das ist der Content, den alle sehen wollen. Das ist der Content, den ich sehen will, weil ich muss die Burger nachher essen wollen. Ich glaube, ich mach so, so und jetzt so. Bruder, mach einfach, wie du willst. Das ist so eine Art Behindertenwerkstatt hier. Die Wedges müsstest du es nicht längs, sondern quer schneiden. Also okay, so. Ja. Bitte nicht mehr. Das war fucking knapp. Das war über, ich hab's doch gesehen. So, das ist halt ein Wedge. Ah, true. So werden jetzt ein Wedge, I guess. Ist das hier auch ein gutes Wedge? Ja, aber das ist doch dünn, Bro. Warum machst du so? Hä? Die müssen doch gleiche Dicke haben, dass sie gleich kochen. Ja, Bro, aber... Ja, egal. Komm, mach dein Ding da. Ich schwitze ja nicht. Das ist auch zu dumm inzwischen. Okay, komm mal. Wollt ihr was sehen? Ich mach das jetzt mit einer Hand. Jesus, fuck. Was ist mit dir denn? Achso, ich hab's wieder falsch durchgeschnitten. Oh, Junge. Warte, wie ist es bei dir? Kevin, bitte konzentrier dich, dass du es nicht falsch machst. Ja, sehe ich aus wie ein Idiot? Ja. Ohne Witz, was ist das für ein Haarschnitt? Siehst du ja mal nicht aus wie ein Kevin. So schlimm ist der doch gar nicht, oder? Ist okay. Lachst du gerade hinter der Kamera? Ja, komm, scheiß drauf. Ey, denkt ihr, das reicht an Tomate? Was hast du da geschnitten, Alter? Das soll doch auf den Burger. Ja, hä? Die sind doch gut. Ja, nee, reicht auf jeden Fall. Danke fürs Schneiden. Ja, dann kümmere ich mich jetzt ums Hackfleisch. Wo ist das? Im Küchen? Kühl hier. Hat das so schön geschmeckt? Bro, es liegt jetzt überall Hackfleisch am Boden. Bro, hier hängt überall Hackfleisch jetzt gerade. Ich dachte, das ist eine smarte Idee, dass ich das so verteile. Du bist reingetreten. Du trittst in Hackfleisch. Ja, das machen wir nachher sauber. Ist so ekelhaft. Klar, Stefan, jetzt weißt du, worauf du dich eingelassen hast hier. So, wir hacken jetzt ein bisschen Petersilie. Aha. Ein Esslöffel. Wir brauchen jetzt hier noch eine Knoblauchzehe. Da gibt es so einen alten Trick, wie man hier das findet. Und zwar geht man hier mit dem Messer hier so rein dazwischen. Ich glaube wirklich, dass das mir gut steht. Kevin, ganz kurz, ich koche hier gerade. Weiß nicht, warum du mir so reinredest. Entschuldigung, dass ich in meinem Stream rede. Also, und dann nehmt ihr euer Messer und zieht den Knoblauch hier so drüber. Das braucht am Start immer ein bisschen. Man macht da ein bisschen Salz drauf, weil dann ist es wie so eine Reibe. So, jetzt merkt man schon, wie es langsam hier downbreakt. Sagt man auch auf Englisch so.
Junge, hier ist gerade eine Klinge mit Fullspeed in meine Füße geflogen, aber ist nichts passiert. Dicker, what the fuck, Alter? Ist alles in Ordnung? Ist alles okay, ist genau zwischen meinen Füßen gelandet. Hey, das hätte mir, stell mir vor, das wäre so in den Bauch. Ja, wäre mega funny, holy shit. If life gives you a broken knife, then fucking cut someone with it. In game. Deutsche Acker. Macht Spaß. Soll ich dir meine Technik an. Soll ich mal kurz probieren? Yes. Er ist wirklich ein bisschen flüssiger, aber ist okay, I guess. Mashallah. Alter, die ist schon geil. Die ist schon richtig heftig, no joke. Okay, guck mal, das ist schon ein stabiles Patty. Guck mal, da könnt ihr schon stolz auf mich sein. Das ist schon Burger-Restaurant-like, Alter. Ist nice, Bro. So, die Patties sind fertig, Freunde. Oh, jetzt gibt's big content. Okay, lass uns kurz planen. Nein. Erst die Wedges rein. Erst, oder? Die Wedges rein. True. Kann ich das hier draufstellen, ohne dass was passiert? Ja. Bro, ich glaube, wir können nicht alle gleichzeitig machen, oder? Nee, aber so ist okay, oder? Dass jeder so ein bisschen seinen Space hat. Ach, ist halt ärgerlich, wegen denen jetzt nicht zu machen. Nee, mach rauf. Warte, wir haben doch Umluft, dann könnten wir ein zweites Blech einfach drunter machen. Wir haben auch zwei Öfen. Wir können auch einfach eins oben nein. machen. Nein. Ich habe Angst vor dem Ofen da oben. Ja, same. Lass uns hoffen, dass die Babys gut werden, Alter. Okay, komm, wir machen jetzt mal hier den Bacon vorne. Jetzt gibt's hier mal ein bisschen Bacon-Content. Das Öl verteilt sich nicht, weil die Pfanne so schräg ist. Junge, guck mal, wenn ich den Ofen aufmache. Oha, Steam. Och, herrlich, das wird doch aber was. Boah, Digga, komm mal kurz ran. Wait, help, beendet? Sind 20 Minuten vorbei? Anscheinend, ja. Aber lass noch ein bisschen diesen Safe noch nicht tun. Mann, Junge, nerv doch jetzt nicht rum, wir haben's verstanden. Guck du mal nach, der brennt an. Jetzt geht die Action, Alter, jetzt geht die Action. Boah, geil, Alter. Boah, Jungs, guck mal, der sieht schon geil aus, oder? Oh, shit. Bro, mach mal Hitze weg. Boah, Junge, der wackelt richtig. Heilige Scheiße, was geht denn jetzt ab? Komm, Bruder, hier. Du bist nicht alleine. Digga, hier ist legit alles voll mit Öl. Wir testen jetzt den Bacon, Freunde, auf Knusprigkeit, okay? Boah, der ist stark, Bro. Kann ein bisschen mehr gesalzen sein, aber ansonsten ist geil. Guck mal, der ist schon wild. Digga, was ist das denn jetzt? Ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, Bro. Digga, wie ist denn das passiert? Soll ich schon mal ein paar Zwiebelringe reinwerfen, Bro? Boah, safe. So groß? Ja, das zerflattert sich doch beim Braten, ne? Boah, ich hab ein bisschen Angst davor. Bitte werd gut. Okay, ist die Soße auch fertig schon? Ja. Red's mal, du hast dich selber übertroffen, Digga, ich schwöre. Boah, Junge, diese Soße ist krank, Freunde. No joke. Okay, Jungs, wir drehen. Der Moment der Wahrheit. Geilo, Alter. Aber jetzt machen wir die anderen Patties, weil es ist doch ein Burger fertig und die anderen nicht, ne? Ja. Ich weiß nicht, Gordon Ramsay macht die Buns von beiden Seiten. Ich persönlich mag es aber eigentlich, wenn es oben weich ist und nur innen drin knusprig. Aber wir also wollen. Das und das halt. Ja, aber er macht beide Seiten, er macht auch diese Seiten. Nee, nur innen. Gordon hat keine Ahnung. Gordon soll's Maul halten. So, wir machen jetzt Käse drauf. Okay, wenn meine Mutter das sehen würde mit der Gabel in der Pfanne, die würde mich umbringen. Es ist so satisfying zu sehen, wie dieser Käse so schmilzt, oder? Wir machen gleich auch schon mal den ersten Burger ready. Ja. Nimm schon mal einen Teller, den da. Hab ich. Geplaten den dann so für ein paar Beauty-Shots, okay? Ja, okay, den gebe ich dir. Raus. Okay, erst Salat, dann das Patty. Das Patty muss oben sein, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, schön. Soße, genau, ja, sehr gut verteilen so. Dann Salat, weniger, viel zu viel Salat. Er hat es so gedrückt, so zusammengeknickt. Du musst es knicken, falten. Ja, das muss so. Und jetzt kommt das Patty drauf, schön. Jetzt kommen die Tomaten, schön. Okay. Jetzt Bacon. Okay, schön. Okay, jetzt noch Zwiebeln eigentlich. Zwiebeln hätten wir, okay, nächstes Mal machen wir Zwiebeln unten. Ach du Scheiße, der obere Part kassiert unnormal. Wer ist denn er? Ja, mach ihn rufen, Junge. Ja, die Zwiebeln fehlen noch. Nein, mach, leg ihn doch so hin, wir können doch klappen. Okay, warte, ich muss kurz hier den Käse machen. Warte, der Käse. Ach du Scheiße. Junge, einfach 2 Stunden gewastet. Ja, oben, auf das, hier muss auch nochmal Soße drauf. Ich habe das Angst, dass es ein bisschen soggy ist. Nein, das muss schön. Komm mal, das kann ich nicht. Bro, lass mal diese Buns nicht mehr in der Pfanne machen. Es gibt jetzt Beauty-Shots. Beauty-Shots in 3, 2, 1. Dominik, hier schon einmal Soße drauf machen, bitte. Ich bin gerade bei den Potatoes. So, was jetzt? Jetzt machen wir als erstes Zwiebeln drauf. Ja, okay, sieht schon mal geiler aus. Okay, die sehen stark aus. Die sehen aber nice aus, das haben wir gut gemacht. Okay, Potatoes sind finished. Die sind übel heiß, pass auf. Ich probiere auch Lava. Oh! Krank. Oh mein Gott, wie lecker. Ich habe Fett auf meiner Brille, das ist sehr, sehr chillig auf jeden Fall. Bruder, wie viel Salat hast du aufgeschnitten, Junge? WTF, was wolltest du ernähren? Ich dachte, Sascha, kann der knabbern. So. In this way's pussy. Hey! War das so, hey, hör auf, oder war es ein Adlib? Das könnte auch ein Adlib gewesen sein, gell? Hey! Oh ja, guck mal, der ist doch ganz okay. Oh, diese Brötchen, die sind irgendwie weird, Mann. Hauen wir rein jetzt? Essen wir jetzt? Ja. Guten. Ist geil. Übel geil. Guck mal, ist sogar ein bisschen auf Medium noch hier. Ja, mit Absicht. Mm.
Oh, der Kuchen ist gebacken bei mir. Aber Real Talk, wir hätten auf Gordon Ramsay hören sollen und hätten beide Seiten von dem Brot antoasten sollen. Das Brot ist mir ein bisschen zu squishy. Das Brot ist generell scheiße. Ja, Leute, also es schmeckt lecker, aber das ist halt wirklich, dieses Brötchen zerfällt einfach nur, gell? Ich möchte nichts sagen, aber die hat Kevin ausgesucht, also. Was denn? Wer isst Burger mit Besteck, Herr Dominik? Ja, habt ihr meinen Burger gesehen, Jungs, wie der aussieht? Wie soll ich den in der Hand denn halten? Hat der sie wirklich, also Bro, oh mein Gott, der sieht wirklich mitgenommen aus. Er sieht vielleicht geisteskrank ekelhaft aus, Freunde. Aber no joke, ich würde wirklich sagen, vom Geschmack her, eine 9 aus 10. Mhm. 8 oder 9? 8 oder 9, ja. Na, Rob Boys, Real Talk, ich hoffe, ihr habt's enjoyed. Ich hoffe, es war cool mit der Kamera. Falls nicht, dann flames Stefan einfach 24/7. Tschüss, Jungs.